Herzlich willkommen, schönen Sonntag wünsche ich euch. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 3. März 2024. Der Mond im Zeichen Schütze macht heute die Quadratposition zur Sonne, da oben im Zeichen Fische. Es ist eine Quadratposition der Schütze-Mond mit seiner natürlichen Kleinhellsichtigkeit, so ähnlich wie die Schildkröte beim Momo oder wie dieses Buch heißt. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe schon gehört, dass da so eine Schildkröte ist, die kann so ein kleines bisschen in die Zukunft schauen, und so kann das der Schützemond auch. Eigner mit einem Schützemond können das. Da oben seht ihr im Fischezeichen ein Riesenstellium. Herrscher natürlich bleibt Neptun in diesem Zusammenhang, aber in den Fischen wird also gebündelt durch die Herrscherprinzipien die Kräfte von Wassermann und Steinbock über den Saturn, der regiert ja Wassermann und Steinbock, die Kräfte von Zwillinge und Jungfrau durch den Merkur, die Kräfte von der Sonne durch den vom Löwen durch die Sonne logischerweise, und dann bleibt es beim Neptun da oben. Übrigens der Glückspunkt oben da in Konjunktion mit der Sonne, das liegt an der vierten Mondposition. Glückspunkt hüpft immer, also Neumond, Glückspunkt am Aszendenten, Vollmond am Deszendenten, und die beiden Halbmondphasen zeigen sich auch hier unten mit dem Glückspunkt. Glückspunkt ist ja bekanntlich der Harmoniepunkt zwischen Aszendent, Sonne und Mond. Mal anrufen, falls ihr Lust habt, zu gucken, wo euer Glückspunkt ist. Es gibt eine Differenzierung zwischen Tages- und Nachtformel. Und ja, ein bisschen versuche ich natürlich auch hier in dieser kleinen Show immer zu zeigen, wie hat denn Astrologie auch wirklich mit dem richtigen Leben zu tun. Eine Möglichkeit dazu ist es, Horoskope zu zeigen von Menschen, die bestimmte Konstellationen haben, und dann eben zeigen, wie leben sie diese Konstellation, was machen sie damit eigentlich. Und die zweite Möglichkeit, auch das hat zunächst einmal wenig mit eurem persönlichen Horoskop zu tun, die zweite Möglichkeit ist eben zu zeigen, wie reflektiert sich das im allgemeinen Leben, also durch die Nachrichten, die jeder öffentlich aufnimmt und die jeder hört. Und da gibt es nun die eine Sache, die seit gestern alle bewegt und tatsächlich es auch in die Nachrichten geschafft hat. Ja, und jetzt müssen wir aufpassen, was für Worte wir wählen, weil die Zensurmaschinen sind gerade mächtig am Hochfahren. Ich muss das hier übrigens ankündigen. Ich werde einen Parallelkanal auf einem anderen Anbieter aufbauen für diejenigen, die sich darauf vorbereiten wollen, wenn durch die neuen EU-Gesetze und auch durch die deutschen Gesetze dieses kleine Video nicht mehr möglich sein sollte. Damit muss man immer rechnen. Ich kann mich verplappern, ich kann irgendwas sagen, was die Zensurmaschinen anregt. Wir leben in einer solchen Welt. Aber wir sagen das jetzt alles schön drumherum, weil Stier ist nun mal ein astrologisches Zeichen, und nun guckt einfach die Zeichen der Zeit. Worum geht es? Uranus ist explosiv. Das ist eine explosive Kraft. Jupiter im Stier macht diese Explosivkraft zu einer mächtigen, zu einer großen, zu einer gewaltigen Explosivkraft. Wenn ihr überlegt, um welche Flugkörper es da geht, passt das ziemlich ausgezeichnet. Das Ganze steht in einer Quadratposition heute. Uranus exakt im Quadrat zu Venus, einerseits die Quadratsituation und andererseits, weil Venus im Zeichen Wassermann ist und Venus aber den Stier regiert und Uranus im Stier ist, aber den Wassermann regiert, ist es eine quasi intensivste Durchdringung, eine Symbolangelegenheit, wo es um, ich habe es schon oft gesagt, um die Formel geht, Freiheit oder haben. Ja? Wir können nicht beides haben. Wir können nicht Explosivkörper irgendwo in fremde Länder schicken, die uns absolut nichts angehen, und gleichzeitig unsere gesellschaftliche Freiheit aufrechterhalten. Das merkt ihr jetzt auch daran, dass ich hier sehr verklausulieren muss, weil es natürlich Zensurbestrebungen geht, also jener Leak, der wird
den möchten Sie gerne ungeschehen machen und den möchten Sie gerne da rausnehmen aus den Verhältnissen. Also deutlicher und klarer als mit dieser Stier-Angelegenheit, mit der wir es zu tun haben, kann man es im Grunde genommen nicht darstellen. Und genau daher meine Aufforderung am Sonntag an alle friedliebenden Menschen da draußen. Wir müssen da aktiv werden. Es reicht dann nicht, eine Kerze anzuzünden und es reicht auch nicht, irgendwo Friede zu wünschen, ja, sondern man muss da tätig werden, damit der Erzengel Michael eingreifen kann. Und das wünsche ich uns sehr. Ja, das ist der Sonntag, 3. März 2024. Es gibt Anlass zu beten, ja, definitiv. Und ich würde vorschlagen, das tun wir einfach, ja, jeweils zu den geistigen Mächten, von denen ihr der Meinung seid, dass sie etwas bewirken können, dass sie etwas machen können, dass sie übergeordnet sind über den Dingen, wie sie da stattfinden. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Wir schreiben den 3. März 2024. Wir sehen ja schon, den wollen wir keine Konkurrenz machen.